für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, zum Gedenken an Fukushima und an Tschernobyl, da hatte Herr Karnitz, da hat Frau Kotting-Uhl in eindrucksvoller Weise das Richtige gesagt. Was hier heute jetzt ansteht, ist die Frage, wie gehen wir mit den Konsequenzen um, die wir daraus gezogen haben. Das schreiben Sie in der Überschrift Ihres Antrags. Keine öffentlichen Gelder für den Wiedereinstieg in die atomare Technologie als Überschrift. Das ist schon ein bisschen heikel. Es klingt so, als ob jemand von uns die Absicht hätte, einen Wiedereinstieg in die atomare Technologie zu ziehen. Wir haben hier in diesem Haus beschlossen, über alle Fraktionen hinweg, dass wir aussteigen. Das ist ein sehr umfassendes und grundsätzliches Programm, ein volkswirtschaftliches Experiment von einem Ausmaß, wie es noch nirgends geschehen ist. Es ist gleichzeitig der Ausstieg aus der Kernenergie und ist gleichzeitig der Ausstieg aus den fossilen Energien. Und beides in einem begrenzten Zeitraum. Das ist ein Riesenprojekt. Und das gelingt nur dann, wenn wir diese Einmütigkeit, mit der wir es damals beschlossen haben, auch jetzt in dem schwierigen Vollzug der einzelnen Schritte halten, wenn wir uns auf das konzentrieren, was wesentlich ist und was die Sache voranbringt, und wenn wir hier die Schlachten der Vergangenheit nicht in Scharmützeln wiederholen. Also, Sie schreiben hier, dass die Bundesregierung, der Kurs der Bundesregierung in eine andere Richtung gehe. Und Sie bringen dann drei Beispiele. Sie sagen, Transmutation, das sei eine schlimme Sache und dafür würde die Bundesregierung Geld ausgeben. Wie ist die Sache? Erstens ist Transmutation, wenn sie denn gelingt, da habe ich noch durchaus offene Fragen. Das ist eine Frage, die noch in der Grundlagenforschung liegt. Eine reizvolle Idee bei der Umwandlung langlebiger radioaktiver Isotope in kurzlebige Stoffe, wenn wir um 2/3 reduzieren können, die Radioaktivität einschließlich des Plutoniums, ist es eine gute Sache. Aber was gibt die Bundesregierung für dieses inkriminierte Projekt aus? Sie gibt aus 66.607 Euro, nicht 66 Millionen, sondern 66.000. Das ist gerade ein braver Mitarbeiter, der versucht, die Rechnerprogramme zu begreifen. Wenn hier eine erlauben Sie, wenn Sie erlauben, Herr Präsident. Aber gerne, mit Frau Kotting-Uhl rede ich mit Vergnügen. Gut. Nur stoppen Sie bitte das Ding hier. Also selbstverständlich, ist doch schon passiert. Vielen Dank, Herr Riesenhuber, dass Sie die Frage zulassen. Die Finanzen, die kann man nicht ganz beurteilen, die in die Transmutation fließen, da ja sehr viel Geld über Euratom, wo wir ja auch gut beteiligt sind, immer mit 20%, auch in die Transmutation, auch übrigens nach Karlsruhe ins KIT fließen. Also insofern ist das ein etwas verschlossenes Buch, was da genau reinfließt. Ich möchte Sie aber zu Ihrer Aussage befragen, das sei eine gute Sache. Selbst die größten Befürworter der Transmutation gestehen zu, dass, wenn sie denn gelingt, klar, da gibt es viele Zweifel, die ja auch Sie teilen, nicht der gesamte Atommüll transmutiert werden kann. Ein Teil, vermutlich auch der ganze Verglaste, wird sich dieser Transmutation entziehen. Das heißt, man braucht auf jeden Fall zusätzlich ein vielleicht verkleinertes Endlager für 1 Million Jahre. Meine entscheidende Frage ist aber, wenn ich davon ausgehe, dass es gelingt und wenn ich eine Forschungstechnologie, eine Technologie, die noch in der Forschung und Entwicklung ist, bewerte, dann gehe ich davon aus, dass sie gelingt und frage mich, möchte ich sie dann haben? Transmutation bedeutet, und deshalb sagen wir Wiedereinstieg, ich brauche eine Wiederaufarbeitung mit der entsprechenden Anlage, ich brauche eine Brüdertechnologie,
Im Grund macht das sogar nur Sinn, so forschen es auch die Franzosen, in Verbindung mit der vierten Generation der Reaktoren, weil ich dann zumindest mir einbilden kann, ich habe einen Brennstoffkreislauf. Aber auf jeden Fall brauche ich mindestens eine Wiederaufarbeitungsanlage und einen Brüder. Macht das Sinn für Deutschland mit Atomausstieg? Ist das eine gute Sache für ein Land, das den Atomausstieg beschlossen hat? Sehr verehrte Frau Kurti-Uhl, also das Erste ist, bei den Kosten ist es tatsächlich so, das wenden wir auf. Was über Euratom fließt, ist komplizierter. Da wird die Anlage Myra in Belgien finanziert. Das ist ein Forschungsreaktor, der viele unterschiedliche Aufgaben bis einschließlich zur Krebsforschung hat. Das heißt also, der Reaktor an sich hat in vieler Hinsicht Sinn und der Beitrag, den wir leisten, ist winzig. Jetzt fragen Sie das strategische Ziel. Ich habe es Ihnen gesagt, ich habe bei der Transmutation durchaus Vorbehalte. Aber ich werde mich hüten, bei irgendeinem Projekt, das einen Kern von Vernunft hat und das hat sie, im Stadium der Grundlagenforschung zu sagen, lasst die Finger davon. Wir müssen für künftige Generationen die Möglichkeiten zwischen Alternativen zu entscheiden erweitern, nicht verengen. Wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, das Neue zu kriegen. Wir müssen hier die Forschung so offen anlegen, in ihrer Freiheit, die das Grundgesetz garantiert, dass die Möglichkeiten bleiben. Entscheidend wird dann, wenn wir entscheiden, was wir daraus technisch machen. Das ist eine ganz andere Phase. Und hier habe ich Zweifel an der technischen Vernunft des Gesamtkonzepts, wie ich zugebe, zumindest wie sich es heute darstellt. Und ich habe gewisse Vorbehalte zu den denkbaren Kosten der Angelegenheit. Ich habe Zweifel, ob die Sache wirtschaftlich ist. Und trotzdem trete ich dafür ein. Wenn wir mit 66.000 Euro pro Jahr den Zugang zu Wissen kriegen, die Europäer gemeinsam erarbeiten, dann ist das etwas, was das Denken nützlich macht. Und ich war immer der Auffassung, dass Denken nützt, selbst in der Politik. Ein zweites Thema, und jetzt mache ich es hier sehr verkürzt. Ja, Sie sprachen gerade die Reaktoren der vierten Generation an. Die haben Sie auch angesprochen. Also hier ist es so, dass sich neue Nationen und übrigens auch Euratom zusammengetan haben und jetzt 6 verschiedene Reaktortypen anschauen, unter dem Aspekt, ob man hier andere Kühlmittel, metallische Kühlmittel, Helium oder was auch immer, einsetzen kann, um die ganze Technik hier sicherer zu machen, auch proliferationssicher, auch fest gegenüber Angriffen, auch besser in der Entsorgung. Nachdem wir hier diese Sache haben, beteiligen wir uns nicht am Projekt, sondern mit einem Beitrag, der schwer abgrenzbar ist, der allenfalls 4 Millionen Euro beträgt, begleiten wir die Sache und schauen uns an, was an Sicherheitstechniken gerechnet wird, damit wir sprachfähig sind. Ein völlig anderes Tier ist die Fusion. Also, jetzt muss ich aufpassen, sonst halte ich da eine Grundsatzrede. Gell? Nee, als ich vor längerer Zeit, wenn Sie mir die Zeit geben, mache ich es freiwillig. Ja? Aber vor längerer Zeit, als ich angefangen habe zu studieren, sagte man mir, eine schöne Technik, dauert nur 30 Jahre. Ja? Heute sagen mir die Leute, schöne Technik, 30 Jahre. Was man nicht übersehen darf, ist, wir sind immer näher an das Brennen des Plasmas herangekommen. Gegenüber den ersten Versuchen haben wir einen Faktor von 5 Millionen erreicht. Wir haben jetzt noch einen Faktor 5 zu durchschreiten. Wir sind immer noch in der Grundlagenforschung, das räume ich ein. Wir wissen nicht, ob es der Stellarator ist, den unsere Leute in Wendelstein mit großer Intelligenz entwickeln, oder ob es ein Tokamak ist. Aber dass wir hier eine Chance haben, die später zu beurteilen sein wird, wenn sie fertig wird, eine Kernfusion zu betreiben, was völlig anders ist als Kernspaltung, das ist interessant. Wenn es gelingt, dann ist es so, also ein Kernreaktor, Leichtwasserreaktor,
Da kann ein GAU passieren. Wir haben darüber gesprochen. Bei der Kernfusion, wenn was passiert, ist der Ofen aus und das ist alles. Die radioaktiven Abfälle sind kurzlebiger und sind sehr viel weniger. Die Entsorgung ist ein geringes Problem. Trotzdem sage ich, auch hier Grundlagenforschung prima. Und dann wollen wir mal schauen, wenn wir verstanden haben, ob wir es können, ob diese Sache hier für uns und für die Zukunft wichtig ist. Und bei dem allen würde ich dafür plädieren, erstens das Wissen zu erweitern, zweitens unsere Energien darauf zu konzentrieren, dass die Energiewende gelingt. Frau Kotting-Uhl, Sie haben ganz richtig gesagt, da kann ich nur mit Leidenschaft zustimmen, die muss so laufen, dass wir andere Länder überzeugen davon, dass das eine vernünftige Sache ist. Und es gelingt dann, wenn wir eine gute Forschung machen und wir geben hier 600 Millionen für erneuerbare Energien und Energieeffizienz aus, 187 Millionen noch aus dem Klimafonds und. Aber wenn das Entscheidende wird sein, dass wir vor Ort das auch dann umsetzen, dass wir die Systeme integrieren, dass wir die Möglichkeiten schaffen, dass das Ganze versorgungssicher ist und umweltfreundlich sowieso, aber eben auch bezahlbar. Wenn die anderen hier nicht sehen, dass wir das können und dass es bezahlbar ist, dann reiten wir voraus, ein Vorreiter in majestätischer Einsamkeit, aber keiner kommt nach. Und die Folge wird sein, dass wir die Kosten haben, aber das Klima nicht bewahrt wird, wenn es andere nicht auch machen. Dass wir die Kosten haben für unsere Energiewende, 25 Milliarden im Jahr hier allein innerhalb des EEG. Aber dass hier niemand hier Lust hat, dem zu folgen und seine Reaktoren abzuschalten. Deshalb muss das System gelingen. Und da wird das Entscheidende sein, dass wir jetzt nicht über das sprechen, wo wir unterschiedlicher Auffassung sind. Es gibt es auch, gell? Wir sind verschieden und die viele von uns denken auch bei der Arbeit und deshalb kann es kritisch werden. Aber was wir machen müssen, ist, dass wir dort, wo wir einig sind, den Laden zusammenhalten, das voranbringen, uns konzentrieren auf die eigentlichen Probleme und die Energiewende insgesamt so hinkriegen, dass die Welt sich freut, dass die Deutschen tüchtig sind, dass ihnen was eingefallen ist, dass sie einmütig dazu stehen und dass sie aus diesem fröhlichen Geist selbst die Grünen und selbst die CDU und sogar die CSU, dass sie gemeinsam eine einzige, und die SPD natürlich auch, das wäre hier ausgesprochen ärgerlich, wenn wir die nicht mit der gleichen Herzlichkeit an unserer Seite hätten. Selbst die Linken mögen mal hier nachdenklich werden. Wenn es uns dann gelingt, dass wir gemeinsam am gleichen Problem im gleichen Geist arbeiten und uns nicht bei dem aufhalten, wo wir hier durchaus ideologische Differenzen haben mögen, sondern Deutschland voranbringen, sodass wir hier eine gute Zukunft haben, an der andere sich freuen, an der sie mitmachen wollen, das ist besser als einen Prozess führen gegen Hinkley Point. Wir müssen so machen, dass die Leute Lust dran haben. Nichts entsteht, es sei denn aus der Lust, sagt der heilige Augustinus. Gell? Und in diesem Geist wollen wir uns dran machen, die Zukunft zu gestalten. Vielen herzlichen Dank, lieber Dr. Heinz Riesenhuber. Und dann ganz in diesem Geiste hat als letzter das Wort Marco Bülow für die SPD. Applaus